Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Sea of Thieves und das ist vor dem Release, ja, zusammen mit Alex, der einen neuen Piratennamen hat. Nee, das kann ich noch nicht, das mache ich nicht. Oh, hat er nicht. Unglaublich, hat er nicht. Und Kunran. Guten Tag, ahoi. So, wir spielen doch nochmal Pre-Release, denn die Open Beta ist ja noch am Laufen, beziehungsweise noch heute, wo wir gerade aufnehmen. Und es gibt neuen Content, das wollten wir noch eben zeigen. Und zum Release geht's richtig los. Wir sind immer noch richtig gehypt auf das Game und ich freue mich sehr drauf. Und dann wird hart gesuchtet. Es gibt jetzt schon die Möglichkeit, neue Quests anzunehmen, aber auch schon die ersten Custom-Designs könnte man sich theoretisch kaufen. Macht jetzt hier wenig Sinn. Die sind ziemlich teuer. Da müsste man doch schon ein klein bisschen für farmen. Ihr seht aber hier, man kann das Schiff gestalten. Ja, das, genau. Das funktioniert schon. Und auf Tab sieht man jetzt die drei Fraktionen, für die man Quests machen kann. Das eine, die Gold Hoarders sind dafür da, um Schätze zu suchen. Das haben wir ja schon gemacht in der Hinsicht. Ja, also euch schon gezeigt. Dann gibt es noch die Order of Souls und die Merchant Alliance. Und bei der Merchant Alliance, da sind wir gerade. Das ist diese nette Dame hier. Oder die Molly. Nein, ist das ein Kerl? Nee, das ist ein Dame. Und hier kann man jetzt Tiere fangen. Sehe ich das richtig? Richtig. Es gibt Schweine, Hühnchen und Schlangen. Ja, wir müssen aber erstmal mit einem Hühnchen anfangen. Na. Dann nehme ich einfach mal die von Mr. Tarrant mit. So, und das zeigen wir euch jetzt. Nehmen? Ja, theoretisch schon. Also, oder man alle kann alle mitnehmen, ja. Ich hätte gedacht, wir finden auf See was Neues. Wenn ihr weiterhin Bock auf Sea of Thieves habt, lasst es uns wissen in Form eines Likes. Schaut gerne die anderen Folgen, also die anderen Sichten. Wir werden sehr wahrscheinlich das Spiel auch streamen, wenn es dann live ist. Und ja, dort mit einem kleinen Twist sozusagen das Schiff bedienen. Das seht ihr aber dann im Stream. Und natürlich wird es regelmäßig Folgen auf den einzelnen Kanälen geben. Also ihr habt eine ganze Menge Möglichkeiten hier, unser Abenteuer zu... Genau, wir müssen die Quest jetzt annehmen, ne? Ja, warte mal. Also, ich hab den Brief hier müssen hingelegt. Wir das auch voten? Also zwei müssen voten. Auch für uns alle? Ja. Ihr müsst, also einer muss die Mehrzahl voten. Muss voten. Genau, jetzt. Du kannst ja sagen, hey, wollen wir du legst zum Beispiel eine Schatzkarte hin und ich sag, Alter, das goldene Hühnchen bringt uns mehr. Ja? Und dann musst du ja voten, was wir machen. Mhm. Und wenn du dich mir widersetzen würdest, würde ich dich vom Board schmeißen. Nee. Ich weiß nicht, ich kenne ja leider schon einen Trick. Ich habe das ja schon gesehen. Man kann jetzt nämlich, wenn man das gevotet hat, da hinten zu ihr hingehen. Und dann F drücken und dann kriegt man nämlich was. Das geht aber nur einmal. Da kriegt man nämlich ein Kästchen, wo was reinpasst. Nämlich ein Hühnchen. Das heißt, das hätten wir machen müssen. Ich hab's gerade gemacht, ich hab's in der Hand. Ja, ja, aber was wäre, wenn wir es nicht getan hätten? Du kannst, glaube ich, die Dinger auch finden. Aber besser ist halt gleich eins mitzunehmen. Ah, sehr gut. Wir können alle sogar eins mitnehmen. Dann können wir die Quest gleich komplett fertig machen. Mal gucken, ob der... Ja. Der Pirat da ohne Namen das auch schafft, also ob er das auch was kriegt. Die setze ich nochmal ab. X, genau. X. Ja, und Hühnchen haben verschiedene Preise, das weiß ich auch schon. Und seid ihr schon wieder auf dem Schiff? Hüppala. Wo bekomme ich denn jetzt eigentlich? Wo bekomme ich denn den Kasten bei ihr? Der nicht mit dir reden, sondern den unteren Button. Also. Die hat keinen unteren Button bei mir. Bei okay, mir. Dann ist es gecapped auf 2 pro Team. Also da war einfach nur das R wieder. Genau, bei mir stand unten get hier den. Okay. Wie heißt es? Chicken Coop. No, es gibt so, weiße Hühnchen, schwarze Hühnchen und goldene Hühnchen. So, jetzt erstmal wieder hier. Ich öffne mal die Schatzkarte. Oder die Karte. Galleon's Grave Outpost by 2 p.m. on the 15th. Oh, scheiße, ist das Huhn nur dann da? Oder ist das heute? Haben wir das heute in die Quest geholt? Ich hab keine Ahnung. Registers of goods, one white featherhead chicken and one golden chicken. Und die können überall sein? Weil sollten die wir ja nicht noch... Genau, die können überall auf den Inseln sein, aber die Inseln sind halt eher flach und nicht groß, wo die drauf sind, glaube ich, würde ich sagen. Moment, das heißt, wir können nicht nebenbei noch in Anführungsstrichen eine Schatzmission machen. Das heißt, wir müssen das jetzt freisuchen? Genau, wir müssen das jetzt freisuchen, weil wir jetzt drei Hühnchen-Quests angenommen hätten. Wir hätten natürlich nebenbei auch noch eine Schatzkisten-Quest annehmen können, dann hätten wir beides gleichzeitig gemacht. Also, wir können doch eine Schatzkisten-Quest annehmen. Ich habe 3 voll, oder? Also, ich kann bei, hast ich du noch drücke, ich hab noch eine kleine Quest mitgenommen. Kannst du eine Schatzkarte noch holen? Ich kann auch mal eine Schatzkarte machen. Die Map hat sich auch ein klein bisschen verändert. Es gibt mehrere Kategorien auf der Welt, die so ein bisschen eingetragen sind, dass du ungefähr sagen kannst, wo wir gerade sind. Ja, wir sind ja bei The Wilds, ja, oder The Ancient Islands. Ist sie größer geworden? Ich hab nicht das Gefühl, auf dem ersten Blick würde ich sagen, nein. Obwohl ich Sailor's Bounty nicht kenne.
Ja, gibt's ganz viele neue Inseln, die wir nicht gesehen haben bis jetzt. Morridor's Ark. Und die PvP, also es gibt ein paar neue Sachen in der Beta. Ihr werdet es jetzt in den paar Folgen, die wir jetzt noch Pre-Release machen, sehen. Werden nicht allzu viele sein. Natürlich, macht ja keinen Sinn, wir müssen es ja dann noch ein viertes Mal machen. Aber beim nächsten Mal habe ich immer noch diesen Ansporn, das bringt mir dann was. So, ab dann will ich nichts verlieren und so weiter. Jetzt also gerade ist tatsächlich einfach nur so die Motivation, hey, irgendwas Neues noch sehen. Genau, nochmal gucken, was wir finden. Ich kann übrigens aber auch auf, die Schatz, also die neue Mission nicht hinlegen, weil ich müsste, kann nur voten, dass wir die andere canceln. Wir können nur einen. Und dann fahren wir einfach mal auf die nächstgelegene Insel. Dann gucken wir uns einfach was an. Ihr sagt, wohin? Oder welche Insel wir nehmen. Wir nehmen einfach die da vorne. Da vorne ist ja direkt eine, geradeaus. Ich mache hier noch gerade so ein bisschen. Komm, die Segel schon mal runter. Genau. Es gibt halt noch ein Problem mit den Hühnchen, weil Kisten lohnt sich gar nicht mehr. Hühnchen bringt so viel Geld ein. Das ist ein bisschen schade, aber mal gucken. Ja gut, das wird sich aber ein bisschen... du kannst beides ja theoretisch machen, immer. Ja, es lohnt sich halt nicht, Kisten zu machen, weil die geben ja so 200-300 und Hühnchen geben bis 1800. Ja, das werden sie noch anpassen. Natürlich wird sich das ändern. Aber du musst ja zum Beispiel den Schatztut ja auch leveln, die Fraktion. Vielleicht geben die Hühnchen konstant viel Geld. Und die Schätze, wenn du später besserer Schatzsucher bist, wesentlich mehr. Kann sein. Aber es ist zum Beispiel, ich glaube auch, dass es jetzt gerade so viel Geld gibt, damit du die ganzen Sachen für Schiff wenigstens kaufen kannst. Du hast nur 2 Tage Zeit und ein neuer Schiffsrumpf kostet 8000. Den kriegst du mit Schatzkisten ja nie zusammen. Dass man das so ein bisschen testen kann, ne? Ja. Das ist auch wieder drin. Es gibt übrigens ein lustiges Feature. Das kennt ihr vielleicht noch gar nicht. Man kann sich ja betrinken, ne, in dem Spiel. Ja. Und du kannst dich betrinken und die Krankheit des Betrunkenen in eine Flasche einsperren. Also du kannst dich sozusagen in eine Flasche kotzen, sage ich jetzt mal. Und kannst im Kampf auf Gegner werfen, dann haben die den gleichen Effekt, wie wenn du betrunken bist. Das ist super lustig eigentlich. Ja, ich hoffe, also sie müssen sich noch eine Menge einfallen lassen. Das ist halt so weird. Das ist eigentlich, also, ne, das ist so absurd. Also, super lustiges Feature. Microtransaktionen sind zum Release des Spiels noch nicht geplant. Das heißt, am Anfang kann man kein Echtgeld ausgeben. Das ist eigentlich offiziell 6 Monate nach Release erst. Denk gleich an den Anker bitte. Hier ist ja schon eine kleine Insel. Wir können sie uns mal anschauen. Sie ist ja nicht groß. Kundran, machst du? Ja. Ich sehe kein Hühnchen, aber wir können ja trotzdem mal raufgehen. Du siehst kein Hühnchen, hast du irgendwie überblickt oder was? Ja, mit dem Fernglas. So. Dann schwimmen. Wer fliegt da schon wieder weg? Ich habe mich da drauf geschossen. Da ist ein Wrack aber im Wasser. Das könnte aber wenigstens ein Schatz geben. Ja, wenigstens Schatzküste, genau. So, hätten wir den Käfig jetzt schon mitnehmen müssen? Ja, hätten wir, aber wie gesagt, ich habe kein Hühnchen gesehen. Du siehst sie relativ gut mit dem Fernglas. Und hier ist auch kein Hühnchen drauf. Ich muss sagen, die haben grafisch da noch was gemacht, oder? Das sieht irgendwie anders aus. Ich glaube, du denkst das nur, weil das Spiel sowieso schon schön aussah und wir halt jetzt auch eine ganze Zeit lang nicht gespielt haben. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, du hast ja gesagt, es gibt 4K-Texturen drin. Ich sehe den Unterschied nicht. Hast du auf 4K gestellt? Ich habe davor auf 4K gestellt. Also, ich hatte es davor auf 4K stehen und habe es jetzt auf 4K stehen. Die Frage ist halt, ist es leicht, 4K zu sehen bei so einer Comic-Grafik? Das ist halt super schwer, glaube ich, ne? Kann ich nicht aus dem Wasser springen? Jetzt, oh Gott. Wart ihr beim Wrack unten? Ne, wir sind noch auf dem letzten Teil der Insel. Es gab noch eins. Okay, dann gehen wir zum Wrack hier. Und, hier ist die neue Unterwasserwelt direkt. Cool. Also, ihr müsst einmal runtertauchen zum. Das habe ich sogar gerade schon gesehen. Sieht super geil aus. Ja. Oh, das sieht geil aus, ja. Das sieht super Hammer aus, ja. Ich glaube, die haben das überall so ein bisschen eingefügt bei den Inseln jetzt, oder? Das war einfach vorher halt einfach nur, ja, hässlich. Ja, oder was das? Aber wird in dem Wrack überhaupt ein Schatz sein? Wahrscheinlich nicht. Oh Gott, ich da trinke. Hilfe, Kundran! Zieh mich an alleine hoch! Ja. Oh, ich krieg Damage. Hattest du was gefunden da unten? Nee, es war zu tief. Schade. Aber? Bei dem anderen
anderen Wrack auch nicht? Nö, hier ist auch nichts, oder? Also bei dem, beim zweiten Teil des Wracks? Nö, ich glaube nicht. Da jetzt zwischen den Dingern noch her. Ja, da war ich auch dran. Das ist super tief da gleich. Aber vielleicht schaffst du es ja runterzukommen. Da ist aber nix. Okay. Wenn die Meerjungfrau singt, sterbe ich gerade, oder? Nee, du hörst so ein Blubu, so ein. Ich höre Musik hier unten. Okay. Okay, dann ist da irgendwas. Ich dachte, das ist so mein Todes. Oh, da ist. Oh, holy shit, guckt in meine Richtung. Ah, wir müssen da hin, oh. Leute. Okay, alles klar. Ich bin gerade aufgetaucht und habe diesen Totenkopf gesehen. Zum Schiff. Genau, das sind die neuen PvP-Inseln. Ja, jein eigentlich. Es ist eine PvE-Festung, die du einnehmen kannst. Da gibt es fette Beute, aber da alle die sehen, werden da viele hinfahren. Genau, und offiziell soll die so schwer sein, dass man die alleine fast nicht schafft. Da bin ich mal gespannt gleich. Also ich benutze mal den komischen Bug, dass man schneller zum Schiff kommt. Dem Messer. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder gewollt ist tatsächlich. Aber wie funktioniert er? Also ich habe es gerade auch versucht. Du musst am Strand stehen bleiben und dann halt diesen aufladbaren Schlag machen. Ja, dann bin ich an der Ecke hängen geblieben, also an der Kante zum Wasser stehen geblieben. Das sieht schon cool aus. Oh, dann mal den Anker, ne? Ja, und rum. Übrigens müssen wir den Anker gar nicht ziehen. Wir können auch einfach die Segel einfahren, das ist wahrscheinlich sogar schneller, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Segel einziehen dauert ewig. Naja, aber das hier dauert halt das lange, ne? Also man könnte beim Stehen die Segel einfahren und dann den Anker schon mal hochziehen, damit man schneller wegkommt. Nein, du würdest. Also Totenkopf, so. Die echten Piraten das machen. Ja. Na, ich glaube, das andere ist eher dafür da, weil es im Normalfall, also bei einem echten Schiff ungesund wäre, wenn die Segel ausgefahren sind, da der Wind Anker komplett drin steht und dann das wird irgendwann den Anker halt einfach unten am Boden wegziehen. Ja, das Schiff wird sich wahrscheinlich einfach weiter bewegen mit dem Anker, ne? Wir drehen uns ja eh noch komplett. Und anscheinend ist ja der Vorteil von der Schatzkarte, du kriegst ja direkt die Insel. Ja, bei den Hühnern wissen wir jetzt immer noch nicht wohin. Ja, wir können eh drücken, dann sehen wir, was wir holen müssen sogar. Wir müssen einen White und wir müssen ein Goldenes schicken und ach, scheiße. Super selten halt, Goldenes. Das sieht voll geil aus, das Blatt. Hast du schon gesehen, ja, ne? So ein Handelsding. Das sieht schön aus, oder? So wie es aufgemacht ist. Aber mit der Unterschrift, die Order von dem Typen. Warum wird die Wolke blass? Nee, wird sie nicht. Ist es vor allem da schon direkt geradeaus das oder das dahinter? Holy crap, guck mal nach rechts, Kunden. Könnt ihr die Segel mal ausrichten? Ja, wir haben ein Segel nach links und eins nach rechts. Der Wind kommt eh von vorne. Mach grad die Segel. Oh, ich komm, mach mit hier bei dem Ding. So. Guck mal nach rechts. Habt ihr so eine Formation schon mal gesehen vorher? Diese krassen Steine da? Ja, hatten wir schon. Kann sein, ja. Ja, hatten wir schon. Aber auf jeden Fall ein paar neue Sachen mit dabei. Die Wolke ist auch blasser geworden. Das kannst du mir erzählen. Nö, oder? Die ist so ein bisschen in der anderen Wolke aber drin, oder? In der schwarzen dahinter. Jetzt dreht der Wind gerade. Ach, du drehst einfach nur bei. Ja, wir fahren auf irgendeine Insel zu. Ja, ein Outpost, glaube ich, so wie es aussieht. Ist das. Oder ist das die. Ich hätte jetzt gedacht, dass das die ist, oder? Ja, schwer zu erkennen. Warte, wir können einfach halt unten hier gucken, ob das ein Outpost ist. Ja, stimmt. Genau voraus, ne? Also das da ist das Schiff. Ne, da ist kein Outpost. Doch, ist ein Outpost. Oh, hier ist es sogar drin. Hier ist sogar das mit der Krankheit, ist schon drin oder was? Cannot store Sailor. Okay. Muss ja hier so Thunken Grove sein, oder? Was ist das denn? Oh, es gibt mehr Waffen schon. Haben wir mehr Waffen? Also man kann sich ja auch ausrüsten, stimmt. Also ich habe eine Sniper. Achso. Und eine Shotgun noch. Man kann zwei Waffen jetzt tragen? Ja, das konntest du schon immer, aber. Kommt immer eine Shotgun mit. Achso, ja, nee, man. Achso, ja, stimmt. Nee. Ja. Also ich kann nur eine. Also schwer. Ich kann nur das Messer. Nee, aber auch die Shotgun, weil die ich Sniper nicht One-Shottet. Waffen sind, glaube ich, alle gleich stark.
Ja, aber eine Sniper lädt auf jeden Fall länger nach. Ja. Haben wir noch irgendwelche... Blunder. Ja, wir haben hier schon Frisuren und Bärte und alles. Ja, so Default-Zeug, glaube ich, drin, ne? Ja. Laufen wir gerade irgendwo auf? Ne, wir sind nur super langsam. Ist unser Schiff kaputt unten? Wir stehen eigentlich. Nö. Nichts kaputt. Hauptsache wir leben noch. Das wird euch schon ganz cool für den Start. Aber letztes Mal hatten wir aber noch Hooks und Beine und sowas, damit ich noch nicht gekriegt. Frechheit. Treppenwagen immer noch rum. Ja. Oh! Daggertooth Outpost, achso, aber obwohl das so rot markiert ist, weißt du, so sinkende Schiffe. Das Symbol vom Daggertooth Outpost. Nee, weiter hinten ist noch das. Die Wolke ist noch weiter hinten. Könnte das zwischen den Felsen sein? Siehst du das? Holy das shit, ey. Ja, das könnte es sein. Die Augen wirken jetzt immer krasser von dem. Mit dem Grünen, ne? Da sind. Das wird das dazwischen sein. Boah, wie es leuchtet. Kampfsystem ist ein bisschen anders, glaube ich. Wie ist der Wind? Schlecht, wie immer. Scheiße. Ja, komm, jetzt stellen wir uns gleich komplett rein, einfach. Bam, 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 bam. Rup, 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 rup. Was haben wir denn noch so auf der Karte, ne? Ah ja. Interessant. Da wollen sie auch mal lesen. Sea of Thieves ist aber, glaube ich, ein unglaublich gutes Spiel, um es zu streamen, weil du schön mit dem Chat interagieren kannst, weil du viel Downside hast. Was habe ich denn eigentlich hier Neues? Ich habe da nämlich irgendwie noch einen anderen Kompass. Ja, das ist die Uhr. Ja, stimmt. Wo ist denn die? Sie sieht so komisch, weil wenn man F drückt, dann gerade. Achso. Das ist gerade kurz vor Zappenduster. Ja. Hä? Warum darf ich die nicht auswählen? Naja. Ja, das muss man ja dann tatsächlich jetzt scheinbar für die Chicken wissen. Da du meinst doch eben irgendwie um 2 PM. Achso, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich für uns war. Galleon's Grave Outpost by 2 PM on the 15. Ja, man. Die sind also zeitlich begrenzt, oder wie? Aber wo ist das Datum? Ach, oder ist das real? Also, das Chicken gibt 800 nee, oder 1800 nee. Gold. Sagt dir der die Uhr sagt dir den 10. Sagt, dass heute der 10. ist, oder? Ja, lol, das ist echt. Ja, oder? Heute ist auch der 10. aber es wird trotzdem irgendwie. Das wird doch nicht echt sein, oder? Ich meine, die Uhrzeit ist ja nicht echt, ne? Nee. Das heißt, das Ding springt ja gleich auf die 11 rein, theoretisch, oder? Das ist die Frage, ne? Nacht war ja eben, das müsstest du gleich. Ist es nicht morgens gerade? Ja, müsste morgens sein. Genau, was ist, heißt, wenn einfach die Uhr sich den ganzen Tag dreht, aber das Datum gleich bleibt? Das heißt, das Chicken gibt's halt wirklich nur am 15. Aber du musst nicht um 2 PM spielen, sondern kannst spielen halt, naja, die Uhr dreht sich ja dauerhaft. Das kann sein, ja. Das weil dann sagen. Würde auch der Preis für das Huhn Sinn machen, aber dann würde ich ja trotzdem die Quest abbrechen, weil jetzt haben wir ja eine. Das wäre ja, das würde auch, das kann auch nicht sein. Oh, wie sieht's da vorne jetzt aus, Jungs? Das sieht irgendwie aus wie zwei Inseln hintereinander. Wir müssen ein bisschen nach links. Ist es nicht die hintere? Genau. Das ist die Frage, warte. Ja, wir wissen es nicht. Es ist nicht eindeutig zu erkennen. Das ist auf jeden Fall ein Schiff, oder? Ist das wieder so ein Tower? Ne, ist ein Tower. Das ist wieder ein Tower, ja. So können wir erstmal da durch. Wie kommt. Oh, wir können das Segel drehen von dann. Jo. Aber ich höre schon krasse Musik. Ja. Wir drehen mal schnell die Segel, falls Bösewichte kommen. Na toll, es reicht nicht. Das ja, mit dem Datum werden wir übrigens noch herausfinden an die Leute gerade auf YouTube in den Kommentaren. Im Chat, hallo Chat. Wir sind aus Versehen live heute wieder. So. Die Musik wird ziemlich... Das ist die hier episch. Vorne.
Komm, die Wolke, die ist doch genau über uns. Die hat sich. Ja, ja doch, die. Ah, die bewegt sich nicht mehr. Guck mal, sie bleibt stehen, die Wolke, oder? Oh, super schwer zu erkennen. Die Musik ist geil. Wir werden beschossen. Ja, von der, ja, ja, von der Insel, ich weiß, aber. Da können wir uns gar nicht klären, oder? So Holy shit! Oh shit! Aber da trifft nichts von, oder? Nee. Noch nicht! Ich lenk bei. Boah, hier mein Ausweichmanöver. Ja, ist die Insel, das ist die Insel. Oh. Okay, ich geh mal reparieren, Jungs! Ja. Das ist auf jeden Fall die Insel. Ja, der Totenkopf dreht sich jetzt auch über dem Ding. Dale, du machst da oben, ne? Ja, ich versuche uns hier rauszubringen. Achtung, wir kriegen jetzt noch zwei Treffer. Aua, der hat mich genau getroffen. Aua. Oh shit. Und jetzt verfehlen sie. Holz. Sieht gut aus jetzt. Ich hab doch eben Holz mitgenommen. Reparieren. Ja, dabei. Ich brauch Wood. Wir brauchen vor allem, es muss Wasser raus. Ja. Okay, wir werden langsam. Das Loch ist zu. Ich glaube, ich habe auch oben alles. Ich guck nochmal. Ja, sieht gut aus. So, wo ist denn hier die... Okay, Wasser ist, glaube ich, raus, ja. So, das ist schon mal gut, aber wie kommt man denn da jetzt hin? Ich denke, wir können jetzt den Anker ziehen. Okay. Schieß auf die Distanz, keiner. Wo ist denn das Ding? Rechts von uns? Ja. Okay, dann schießen wir uns da einfach hin, oder? Richtig. Hätte ich jetzt... Oh, warte, schieß nochmal. Die haben auch nachgeladen. Die kommen locker an. Zieh wieder hoch. Ich zieh hoch. Ich hab getroffen. Ja, ich treffe mich dir. Ah, die treffen nicht mehr, guck mal. Ja, der eine ist aber drüber geschossen, gerade über unser Boot. Der trifft. Ich zieh den Anker, oder? Ja. Ja, du ziehst den Anker, ich repariere mal weiter. Oh, shit. Noch einer. Hast du den Anker schon gezogen? Guck mal, ist gleich oben. Ist jetzt schwächer geworden, oder was? Jetzt. Boah, ich hab das gerade gehört. Nö, wir haben ein Loch gehabt. Ja, jetzt kommt noch eins. Ja. Okay, aber ich hab die Range von dem Tower jetzt gesehen. Unten ist safe, kein Wasser da drin. Da kommt noch einer. Wir haben übrigens... Boah. Ja, hier, ich hab, mach Loch, du machst Wasser. Ja. Muss man die Türme kaputt machen? Das ist die Frage. Das Problem ist, wir haben nicht so viel Holz. Holy fuck, ich bring uns hier raus. Die ziehen aber ordentlich, ey. Ja, die schießen ja auch ohne Ende. Okay, Wasser ist unten wieder raus. Ein Hit könnte noch kommen. Jetzt müssen sie nachladen anscheinend. Unten sieht wieder gut aus. Wie viel Holz haben wir denn noch? 10. Wir können noch 10 Löcher kassieren. Ich hab noch eins. Ich hab noch 3. Okay. 14 Löcher. Wir müssen aber auf die Insel drauf, ne? Ja. Wir können jetzt halt hinschießen, aber wir kommen nicht mehr zurück. Richtig, das ist das Problem. Wir kommen nicht zurück. Wir können uns zurückschießen. Ich weiß. Stimmt, wir können uns zurückschießen. Die jetzt gleich mal den Anker. Warte noch. Jo. Jetzt. Die Frage ist, kann man nicht zurückschießen? Die schießen noch. Warte, ich warte gerade mal, wie die schießen hier wieder hin. Wir sind ganz schön weit. Wir sind scheinbar in Reichweite. Oder sind wir genau außerhalb der Reichweite? Boah, die sieht gut aus, wie der kommt, oder? Nein. Soll ich ziehen? Vielleicht hinter dem Stein hier? Warte, ich fahre um den Stein rum. Aber wenn wir hinter dem Stein so halb sind? Oh, der war schon wieder close. Ich würde jetzt ziehen, oder? Ich brauche ja die richtige Winkel, sonst können wir ja nicht schießen. Ja, eine wird schon gehen. Das geht jetzt. Mach jetzt. Ja. Also die Frage ist, ob man sich zurückschießen kann mit dem... Ja, gut. Ja, kann man. Du kannst dich mit den Inseldingern schießen. Nee, mit einem Schatz. Ach so. Dann muss einer halt warten, dann nur das Schiff. Dann geh mal bitte ran und dreh mal die Kanone nach links. Ja. Beim ganz linken.
Ja, so kannst du dann. Und höher? Relativ hoch, oder? Ja, aber auch nicht zu hoch. Ja, ja. So? Ja, so auch höher. Ja. Soll ich versuchen? Ich versuch's mal. Ich komm höher, noch höher. Okay, ja, 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 ja. Okay. Das reicht bei weitem noch nicht. Ich bin nicht mal bei der Hälfte. Und dann ziehen wir ein bisschen höher. Okay. Das Problem ist, ich habe wahrscheinlich die Heilprobleme. Wie schieße ich mich ab? Blick im Auslass noch. Okay. Ich komme wieder zurück zum Schiff. Das nee, ist weit weg. Das ist beides halb jetzt. Sollen wir es trotzdem versuchen? Wir müssen ja irgendwann die Insel ran. Näher ranfahren können wir ja nicht. Doch, die Insel ist echt. Ja, höher bringt nichts. Ich bin kürzer geflogen als du. So, also 45 Grad Winkel eigentlich, ne? Ich schwimme da jetzt hin. Okay, jetzt schwimmen wir. Wir brauchen einen Floß oder so. Ja, das wäre noch cool. Ein Beiboot, ja. Die schießen? Schießen die auf uns? Ich hab wäre geil. Achso. Mit Kanonenkugeln auf Spatz zu schießen, ey. Ich hab halt Angst vor Haien. Ich kann doch gar nicht schwimmen, Leute. Warten auf mich. Haie trauen sich hier gar nicht hin. Man hätte bestimmt den Turm kaputt schießen können. Ja, wenn man nah rangeht, ne? Das wäre schon geil. Guck mal, der Totenkopf, wie cool eigentlich gemacht ist da oben so. Ja. Guck mal, von der Art, wie ziemlich pixelig. Also, na gut, pixelig ist ja eine Wolke, ne? Na, sieht cool aus. Sollten wir erst die Türme aufmachen? Wir hätten natürlich einen hinschießen können zu den Türmen. Ja, der geht einfach durch, ne? Ja. Der ist eine Banane. Hier ist ein Hai am Strand. Oh nein, ich werde sterben. Nein, du hast eine Shotgun. Ja, aber die brauchen zwei Schüsse, der Hai braucht noch einen Haps. Vorsicht, hallo, Hai. Schieß mal auf den Hai. Oh Gott, hab ich. Ich tauch runter. Macht überhaupt nichts. Oh, Sorry, aua. Geht nicht los. Aua. Okay, der Hai ist tot, schnell weg hier. Weg ja, aber hier. Der Shotgun-Mensch vor mir nicht. Okay, ich hab keine Banane dabei, scheiße. Erstmal systematisch jetzt die Insel. Links ich bin tot. Holy fuck, viele. Hier sind ganz viele Skelette. Holy fuck, Dalu, ich bin auch tot. Ja. Boah, keine Chance. Hallo, Captain. Moin. Haben Sie meine Mark? Haben das Glockenläuten-Ding hier? Nee, schade. Das wäre witzig. Hier könnte man noch irgendwas Lustiges machen, eigentlich. Wir verkaufen da. So Todestränke. Oh. Toll. Unser Schiff geht unter, oder? Ja, unser Schiff geht unter. Weil es regnet. Ja, aber ist nicht wild. Wieso haben wir doch auf der Einsatz? Nee, wir werden getroffen. Ich mach mal. Welcher Turm schießt? Ah ne, wir sind mitten im Sturm. Scheiße. Okay, wir müssen auf dem Schiff bleiben. Wir haben kein Holz, denk dran. Wir werden untergehen. Scheiße. Ich zieh mal die Säge ein, ne? Vielleicht hilft uns was, wenn man im Sturm ist. Muss ja eigentlich. Aber der Sturm verzieht sich, glaube ich, schon, ne? Ich guck genau in die Sonne gerade. Oder euer Captain übernimmt gerade die Insel. Ja, wir retten unseren Boot. Wir retten das Boot, dass wir danach wieder wegkommen von der Insel. Alter, was mich ein bisschen stört, ist, dass anscheinend die Skelette 100% Hitchance mit Pistolen haben. Ja, die aimen dich immer ab, ne? Ne, also du kannst nicht ausweichen mit links, rechts. Wir haben 100 Löcher unten. Ja, wir haben noch ein bisschen Holz. Ich kann das nicht retten, die reparieren hier vorne. Oh Gott! Wasser muss raus! Oh Gott! Eigentlich müssen wir das Boot halt wegfahren. Oh Scheiße, ja, wir haben nichts zu reparieren, das ist wieder ein Loch. Wir müssen die Löcher oben erstmal ganz. Oben erstmal lassen. Ich hab wieder. Wieso kommt denn jetzt auch noch ein Sturm? Was soll das denn? Nein, mich hat's jetzt erwischt.
Den Schüssen kann man Schüsse blockieren, wahrscheinlich auch nicht. Oh, Scheiße. Scheiße. Wir müssen hier raus. Kommen wir jetzt zu euch und dann können wir das nicht mehr fahren. Wir haben kein Holz mehr. Ich hab Holz. Hast du noch Holz? Ja. Die Musik passt auf jeden Fall gerade, dass wir das nicht so wirklich. Ich zieh jetzt den Anker, komm. Los, ja, zieh mir den Anker. Ich mach die Tür. Und weiter. Unser Schiff besteht nur aus Planken, die irgendwie rangenagelt sind. Ich bin da, wo ist das Holz von unten? Unten, aber es geht gerade. Ne, jetzt ist wieder irgendwo ein Loch, oder? Max in die Holzkiste. Okay. Hier, nimm mal ein Stück Wasser mit, wenn du nach oben läufst. Ja. Oh, Scheiße. Okay, wir müssen jetzt hier einfach möglichst schnell raus. Das ist das Segel runter. Na, du musst dann steuern. Ja. Okay, ich glaube, wir haben es erstmal soweit. Alex, wir müssen die Segel ins Anwind stellen. Ja, ich muss Wasser schaufeln, warten für dich. Okay, dann mach ich die Segel im Wind. Wo ist denn der Sturm? Ja, wie weit sind wir denn? Überall. Oh Gott. Irgendwas ist wieder gebrochen. Ja. Wie gesagt, erstmal nur ganz unten reparieren, würde ich sagen. Das Problem ist, welche kommen wir gerade alle ganz unten rein? Hab ich das? Doch. Ey, was ist das? Ah. Vor uns ist eine Insel, glaube ich, oder? Sehe ich nicht, musst du mir sagen. Ja, vor uns ist eine. Fahr mal ein bisschen links. Was? Oh Gott. Oh shit. Oh shit. Auf. Ich sehe Land hier unten. Das Land, ja. Das kleine Vakuum, da vor uns ist eine Insel, glaube ich. Ja, ich hab doch. Ich stand hinten am Segel. Ich hab auch nicht gesehen nach vorne. Glaube ich. Wir haben ganz viel Land an Bord. Das muss rausgeschaufelt werden. Oh nein. Jetzt ist vor uns. Sieht aber trotzdem gar nicht so schlecht aus. Ne, nee, wir fahren wieder weg. Ja, dann kommt aber gleich direkt vor uns kommen Steine. Ja, super. Also um die musst du auch noch rum navigieren. Wir haben, das Schiff besteht nur aus Löchern. Wir haben nur noch ein bisschen Wasser. Wir haben Schweizer Käse, das Schiff, ey. Alter. Aber ich glaube, die gehen irgendwann weg, die Löcher. Kann das sein? Was war das? Ein Blitz. Ich geh wieder runter. Heißt du, das reicht nicht. Ich komm dann um den Stein, oder? Doch, 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 reicht. Ja. Okay, Wasser ist noch nicht ganz raus, aber gleich. Ja, aber wir sind schon nicht mehr im richtigen Sturm drin. Die Segel sind jetzt. Oh. Wir sind aus dem Sturm raus, ne? Das hört sich besser an hier unten auch. Ja. Holy shit, ey. Okay. Ein Tag hat noch nicht gewechselt, es war noch der 10. Hier ist immer noch Wasser drin. Ich krieg das Zeug nicht raus. Durch den Regen. Ja. So, wenn wir jetzt hier aber aus dem Sturm rausgekommen sind, war das unsere erste Begegnung mit der Schatzinsel, Festung. Und dann schauen wir mal, ob der Timer weitergeht. Von dem Tag. Okay. Aus dem Sturm sind wir raus. Ein Ziel haben wir halt nicht. Ja? Weil, wenn das wirklich so ist, dann werden wir das Hühnchen ja hier gar nicht finden. Das Lustige ist, dass das. Der Totenkopf ist auch weg, oder? Keine Ahnung, der kann auch hinten im Sturm gerade aktuell nicht zu sehen sein. Das müsste ja hinter uns liegen. Aber ja, Totenkopf könnte weg sein. Weil wir es einmal getriggert haben vielleicht, ne? Könnte sein, ja. Wo ist der nächste Outpost? So, rechts von uns, glaube ich, direkt, oder? Weil zur Not suchen wir halt erstmal einen Schatz, wenn der Tag nicht wechselt. Ich habe doch eine Karte dabei. Ja, wir sollten aber trotzdem einmal abwarten, ob der den nächsten Tag wechselt. Wir fahren auf jeden Fall gerade aus der Map raus. Ja, ich drehe rechts bei. Ja. So, ich würde sagen, das war die erste Begegnung jetzt hier mit dem PvP-Posten. Leider keine anderen Spieler gefunden. Die Skelette waren noch ziemlich stark. Ich weiß auch noch nicht, was man gegen Schusswaffen machen kann. Und sehe ich da hinten andere Spieler? Da hinten sind andere Spieler.
Und ja, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir kümmern uns dann jetzt wieder ein bisschen um PvP und vielleicht finden wir doch noch ein Hühnchen. Schaut bei Kunan Alex dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.